Ja, ich auch. Wer der abrechnet, schleppt er nicht. Die Überlegung meinerseits ist, habe ich angeordnet, die Verlagerung der liegenden Personen auf die Tragen. Nachdem wir Rettungsdienst vor Ort war, habe ich gesagt, das machen, also wirklich die Verlagerung, des Tragen war nicht gemeint damit, aber die Verlagerung der verletzten Personen auf die Tragen. Zudem hätte ich eigentlich den Rettungsdienst angefordert. Vom Tragen her. Und was ist im Tragen dann ausgeordnet? Aber das ist ja die Aufgabe der Feuerwehr, das Tragen am Anfang. Und wir haben jetzt also bei uns in der Schweiz, wir haben ein KFP, das Patientenleitsystem, und da gibt es einfach die Urgent-Kategorie zum Beispiel. Und da ist egal, wer da liegt. Die Urgent haben die Welt getragen und die anderen lassen wir liegen, außer sie liegen im Weg. Und dann schieben wir die weg und nehmen die den Urgent drauf haben. Oder? Und mit aller Kraft die da, weil das hast ja du, oder der die Prätriage macht bei uns, der sagt, ich komme nicht raus und ich schmeiß den, also Entschuldigung, leg den auf das Brett, oder? Aber das ist die, weil die Sanität bringt nie die Mittel vor Ort am Anfang. Ja, deswegen haben wir ja mit den Zweien, die wir raus haben tragen lassen, war die Feuerwehr erschöpft, war weg. Ja. Und da ging ja dann die Besprechung, wir holen von der Rettung, von unserem Katzschutz die Leute nach zum Raustragen, die ich sonst eingesetzt hätte, um den zu versorgen. Und hinten das eine Mädel mit dem stumpfen Bauchtrauma, ich hätte genauso im Bus Infusion bekommen müssen. Schlussendlich ist es egal, wer ihn betreut. Aber es hat ihn niemand betreut. Ob jetzt da einer mit dem Helm von der Feuerwehr dort sitzt oder einer von der Sanität, das ist ja egal. Hauptsächlich ist es jemand da, oder? Ja, es war halt ein Mann da hinten, das war ein Mädels. Das ist jemand. Im Leben halt. Den Behandlungsplatz oder hinten, habt ihr das abgesprochen gehabt, dass es in den hinteren schattigen Bereich geht? Die Instruktion war sehr klar. Genau. Und war dann eigentlich also die Überlegung, den gemischten Trägertrupp zu bilden? Ja, also Trägertrupp von mir aus, also das ist, habe ich vielleicht zu wenig deutlich gesagt. Also meine Vorstellung war schon, dass eigentlich die Hauptaufgabe des Tragens wir als Feuerwehr machen. Aber eben die zusammen mit dem Rettungsdienst die Leute drinnen auf die Trage verlassen und mir dann praktisch vom Bus zu den Zelten den Tragen. Das war meine Idee gewesen, ist vielleicht dann im Endeffekt nicht klar genug rausgekommen in unserer Absprache. Ja, das muss man alles, dazu sind ja solche Übungen da, schwierig zu beurteilen, wenn ich die Leute vom Katzschutz, die im Bus in einem demolierten Bus nicht richtig geschult sind. Was kann einstürzen? Wo kann ich mich verletzen? Wenn ich die damit reinnehme, ist genauso zu überlegen, ob ich nicht die Feuerwehr nur nehme zum Tragen und Schluss und zurück. Und nicht dann drin noch dort umsetzen. Für Ablage an der verletzten Stelle und dann reintransportieren, hätten wir die Leute gehabt. Die haben aber alles gemacht. Die haben dort noch gestanden, die haben sie noch mit ins rote Zelt getragen, sie haben sie dann umgetragen und damit haben sie drinnen gefehlt. An der gefährlichen Stelle, wo die Katzschützer eigentlich nicht geschult sind. Man hätte eigentlich eines machen müssen. Wir hätten einen definitiven Übergabepunkt vereinbaren müssen. Die Feuerwehr hat nämlich dann da drüben weiterhin betreut, außerhalb des Gefahrenbereiches. Und das ist wieder genau der Punkt. Wir sind ja da, um zu lernen, positive Kommunikation. Hätte man wirklich gesagt, okay, ein Fachpersonal vom Rettungsdienst, der dann der Feuerwehr sagt, okay, brauchen wir auf Vakuummatratze, brauchen wir mit der Halskrause und drei von der Feuerwehr. Und dann macht die Betreuung außerhalb. Aber das sind genau die Dinge, die jetzt rauskommen, die man leben muss und die man kommunizieren muss. Also, ich habe ein bisschen Problem gehabt mit eurer Registrierung und mit dem zeitlichen Ablauf. Das liegt natürlich ganz klar an eurer personellen Unterbesetzung, die ihr gehabt habt. Aber diese Triage-Gruppe 3, die da drüben lag, die hatte wirklich 25 Minuten keinen Kontakt, keinen wesentlichen Kontakt zum medizinischen Personal. Und die Feuerwehr, die sie betreut hat, hätte locker irgendwie registriert. Und da könnt ihr euer System mal überdenken. Die Leute sind nutzlos für die Funksessel. Wir hätten die Zeit wirklich nutzen können. Wir haben uns unterhalten. Klar, das sind Schüler gewesen, wenn ihr ein Blatt Papier nehmen könnt, hätte man anfangen können. Aber das könnt ihr bei einem Registrierungssystem vielleicht überdenken. Ihr konzentriert euch alles hier auf diese Registrierpersonen, die zwei, und die sind natürlich hoffnungslos überfordert. Also wir machen das bei uns, wir teilen das auf. Ne? Das hättet ihr wahrscheinlich auch gemacht, wenn ihr mehr RCS-Personal gehabt hättet. Ne?
Aber das wäre so Anregung. Ja, wenn Dankeschön, dass du das so gesagt hast, weil das ist das, wo im Endeffekt uns, ich sage jetzt mal, 4, 5, 6 verloren gegangen sind. Es war eine große Gruppe an Personen, die da gesessen haben. Und die Betreuung muss da sein. Und ich kann das nicht mit zwei Mann machen, sobald man aus der Shop wegläuft. Ja, die waren friedlich. Deswegen. Richtig, aber da würde ja etwas lautstärker auftreten. Ich würde sagen, entweder willst du Leute von meinen Männern rausgebrochen haben, dann schick von deinen Leuten welche dorthin. Gut, das ist die Kommunikation. Aber dadurch hat das diese Eigendynamik ja auch bekommen, ne? Dass wir plötzlich gemischt waren nachher mit dem Tag. Ja, deswegen war eben die Situation. Nur so im Allgemeinen vielleicht. Wir haben es ja am Vormittag auch gesagt, in der Theorie mit der Sichtung. Das Modell, das wir eigentlich so, kann man eigentlich sagen, in Bayern so überwiegend führen, ist, die Rettungsmittel, also Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen, haben diese Sichtungstaschen dabei. Und der erst eintreffende Rettungsassistent führt diese primär mal erste Sichtung im Groben durch nach diesem Sichtungsalgorithmus. Wir haben dann da eine Sichtungsliste mit dabei und die einzelnen Sichtungskarten, die vorsortiert sind nach der Schwere der Verletzung. Da sind normal noch einiges an Mullbinden drin, beziehungsweise Güdeltuben, wo man einfach mal diese schnellen Maßnahmen trifft, die Karte umhängt und dann auch damals schon mal einen Bereich hat, okay, der ist schwer verletzt, der ist leicht verletzt, der muss raus. Und man hat eigentlich festgestellt, anhand der Übungen, nach diesem Sichtungsalgorithmus, nach einer gewissen Übung, hat ein Team in circa in einer Minute eine Person gesichtet. Und wenn man dann vorstellt, wir haben jetzt nur ein Team zum Sichten, circa 30 Verletzte, dann sind wir bei 30 Minuten mit der ersten groben Sichtung durch. Und je mehr ich Rettungswagenteams habe, die Karten sind dementsprechend normiert aufgrund der Hilfsorganisationen, also dass ich nie Doppelung der Nummer der Karte habe, kann man dann auch sagen, okay, wir haben so und so viele Verletzte und brechen diese Zeit runter. Das war eigentlich bei uns so die Erkenntnis im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft, wo man sich mit der ganzen Thematik auch dementsprechend befasst hat. Und dann hat man dann eben vorne im Eingangszelt den Notarzt noch mit dabei, der diese Sichtung nochmal nachprüft, weil man ganz einfach sagt, okay, der Zustand des Verletzten kann sich ja auch jederzeit verändern, im Positiven wie aber auch im Schlechten, im Negativen. Und dem muss man dann eben mehr oder weniger so nachfahren. Aber personelle Situation, denke ich mal, wenn man heute fragt, ich weiß nicht, wir haben ja auch Kollegen dabei, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in den Bereichen ist, aber in den skandinavischen Ländern, in Schweden waren wir oben auf einer Fortbildung, der fährt primär mit dem Löschfahrzeug hin, hat noch seine Teleskopbühne dabei, dann sind es einmal 8 Mann und eine ATW-Besatzung und aufgrund der Struktur des Landes kommt dann lange Zeit nichts mehr. Und ich sage einmal, das ist auch das, was wir heute Vormittag gesagt haben. Morgens um 10 in München auf dem Marienplatz ist ein Verkehrsunfall mit 20 Verletzten, kein Problem. Aber irgendwo im tiefsten bayerischen Wald kann ich noch so viel Feuerwehr alarmieren. Dauert eine Zeit, bis die Leute hinkommen. Ich habe eine Frage. Ja. Die Sicherung, ich bin da ausgestellt. Da haben wir ja im Bus jetzt der größte Teil war ja Laufkleidung. Ja. Das heißt, von der Sichtung aus, vom Programm aus, müsste das ja so gehen, dass die Sichtung in den Bus reingeht und dann schon jeden einzeln mit der Karten versieht. Okay, da vergeht viel Zeit. Wir nehmen die Verletzten, die laufen können, raus aus dem Bus auf einen Sammelplatz und dann bekommen sie die Karten und dann haben wir Platz für die Schwerverletzten zu eben dann auch noch. Die Karten abzugeben und rauszunehmen. Wir haben ja. Dann dafür geht viel Zeit. Das hat ja so das schon gedauert. Wir haben es ja so gemacht. Wir haben das im Vorfeld. Ja, da drinnen nicht. Heute Plan ist das denn, aber dann so gedacht, denn von der Sicht das ist, kommt drauf an, wie der Zugang ist. Ich muss jedes Mal anders überlegen. Hier in dem Fall hätte man das schon nicht machen können, weil ich ja zwei Assistenten hatte. Wenn ich da einen für die Sichtung nehme. Ja. Okay, dann ist das nicht. Also vom Grund auf, dass das andere Planen kann man okay. Das okay. Heute. Wie viel Mittel ich habe. Wir haben vorher darüber gesprochen, über die Triage, die Sichtung im Bus machen. Und haben uns dann entschieden, bei nur zwei Notärzten kann ich es im Prinzip nicht machen. Ja, das ist schlechter, unbestritten. Vorfeld heute Morgen in der Theorie haben wir ja bereits schon mal gesagt gehabt, okay, eine Vorsichtung im Bus. In dem Moment, wo ich dem Verletzten die Karte im Bus umhänge, habe ich den Vorteil, sobald der Bus leer ist, habe ich eine genaue Anzahl, so und so viele Verletzten waren im Bus drin.
und habe dann noch die Übersicht irgendwann einmal vom 1. auf 2. im Zelt. Okay, 26 Personen aus dem Bus raus. Gehe dann in mein Sichtungszelt und sage, okay, wie viel habt ihr jetzt hier? Im Bus waren 26. Nachforderung beim Reiseunternehmer bestätigt, 26 oder 24. Dann weiß ich, irgendwo stecken meine zwei Vermissten. Und das ist das, was ich nie irgendwo, sage ich mal, das ist wie wenn ich heute einen Brandeinsatz in einem Mietshaus habe, wo ich irgendwann mal abgleichen muss, wie viel vorhanden, wie viel betroffen. Weil das gibt die Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich sage, okay, jetzt fehlen noch zwei Leute. Oder andersweitig extremer wäre, ich spüre irgendwann nicht, dass zwei Leute fehlen. Und das Risiko gilt es zu minimieren. Und der andere Vorteil ist halt noch, wenn frühzeitig die farbliche Kennzeichnung vorhanden ist, dann weiß eben jeder Nachrückende, wer muss das draus. Ne? Dann kann ich schauen, ist noch ein Roter irgendwo da. Weil man kann ja nicht bei so großen Einsatzstellen mit vielen Helfern jeden einweisen. Sagen, das ist dein Auftrag, das ist dein Auftrag, das ist dein Auftrag. Ne? Wenn aber diese Farbkennung frühzeitig angebracht ist, dann weiß eigentlich jeder, wir müssen uns erst um die Roten kümmern, dann die Gelben, dann die Grünen. Also das ist schon auch noch ein Vorteil, wenn man frühzeitig, sage ich mal, soweit es geht, diese Farbkennzeichnung anbringt. Je frühzeitiger man diese Rückmeldung hat, ich sage es jetzt, vergleiche es jetzt mal wieder so, in einer Großstadt wie München oder Hamburg, wenn ich 10 Schwerverletzte habe, kann ich die auf die Kliniken rechtzeitig verteilen? Habe ich die Größe in Ordnung? Bin ich aber in einem ländlich strukturierten Raum und ich habe nur ein Krankenhaus mit der primär höchsten Versorgungsstufe, die vielleicht 2 Schockräume haben, habe aber 4 Patienten der Kategorie Rot, muss ich mir auch Gedanken machen mit dem Transport, wie viele Hubschrauber brauche ich? Und das ist ja auch wiederum Nachforderungssache über die Leitstelle. Also das Problem scheint diese Chaosphase am Anfang. Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir diese Karten vornummeriert haben, und zwar durchlaufend. Also jeder Patient, der so eine Kartennummer umgehängt bekommt, ist eindeutig identifiziert. Und diese Karten sind immer in 10er-Packs in Kuverts drin. Das heißt, jeder, der losgeht, schnappt sich so einen 10er-Pack oder auch 2 10er-Packs, hängt eine Karte rum, da ist auch eine Liste dabei. Und dann, er braucht nicht einmal, das Wichtige ist, dass er zunächst mal einfach die Kategorie zuordnet. Und dann weiß er, er hat so und so viele 3er und so viele 2er und so viele 1er vergeben. Und der Rest steht auf dem Blatt und das Blatt, das kriegt dann anschließend der Orgel und der LNA. Und dann hat der LNA sofort einen Überblick, so und so viele Patienten habe ich. Und er vermerkt auf diesem Begleitblatt nur noch die Schwere. Da ist noch kein Name drin und gar nichts. Dann hättet ihr innerhalb von 10, 20 Minuten hättet ihr den Überblick gehabt. Also das ist unser Ansatz, den wir machen, um also einfach Entschuldigung, bei 26 Verletzten hat man es nicht in 10 Minuten. Nein. Aber jeder, der einmal vom Kollegen angeguckt worden ist, ist bereits. Na, wer macht denn das jetzt dann? Der Rettungsassistenten triagieren? Es ist unterschiedlich. Wir haben jetzt die Übung ja schon in verschiedenen Bundesländern gemacht. Mhm. Es gibt Bundesländer, wo das nur Notärzte machen. Mhm. Es gibt Bundesländer, wo es nur der leitende Notarzt machen soll. Und es gibt Bundesländer, wo man sagt, das kann auch ein erfahrener Rettungsassistent machen. Ich denke, da müsst ihr euch einige, wie ihr es haben wollt. Ja, wir haben uns ja da eingespielt. Du machst ja nur das. Jetzt haben wir ja noch Kollegen von Nachbarländern da, was immer ganz interessant ist, wie läuft es denn bei euch so ab? Also grundsätzlich in der Schweiz ist so ein Einsatz, dass die Sanität noch unterdotiert, völlig unterdotiert, da stehen keine Zelte, gar nichts, oder? Bis es mal irgendwie kommt. Oder? Und ich bin auch schon froh, wenn dann irgendwie einer eine Après-Triage macht, oder? Und das ist in der Regel ein Notarzt oder halt auch ein Rettungsassistent, der mal sagt, hey, weil wir wollen auch die Kapazitäten im Transport nicht verbauen, oder? Und was wir dann machen, ist halt eben mal, der sagt uns sofort raus, oder? Und wir teilen uns dann auf, und wenn es noch Leute zu betreuen gibt, dann werden die durch die Feuerwehr betreut, oder? Also ich denke, wir können die auch auf die Bahre legen. Nicht so gut wie die Sanität, selbstverständlich. Aber irgendwo kommt es sich auch darauf an, dass man vielleicht noch eine Zusatzinstruktion bekommt. Es gibt bei euch auch Karten, also ja, PLS, aber das ist auch, das muss auch kommen. Also das, nein, wir haben, das ist orange leuchtend, orange rot, und da hat es schon Kategorien und da macht es in der Grobsichtung, erfüllt das aus. Und wir haben auch auf die Euro natürlich, haben wir uns da mal so eingeschult, alles was urgent ist, wird einfach, alle Priorität wird auf das reingesetzt, oder? Und dann ziehen wir das durch, oder? Und die anderen kommen später dran. Oder? Ich sage, das Ziel ist auch, frühzeitig zu schauen, grobe Vorsichtung, oder? Ja, die Prätriage, das ist Kriegsmedizin. Einer, der muss, und der soll nicht mehr anders machen. Also meiner Meinung nach, der die Prätriage macht, sollte nichts anderes machen. Nur dieser.
Und dann können wir den Rest machen, weil wir haben ja mehr Manpower und wir können tragen. Also prinzipiell ist es so, dass die Chaosphase für den Rettungsdienst wesentlich länger ist. Also die Feuerwehr, die kommt mit anfangs 16, 20, vielleicht sogar mit 30 Leuten an und beginnt aber da schon mit erster Hilfe von A bis Z, bevor es wird ganz grob, bevor die Schilder und Tafeln alles zum Ding wird geholfen. Und dann kommt dann irgendwann, läuft dann der Rettungsdienst an. Haben wir noch Kollegen aus Österreich da? Wie läuft es bei euch? Ja, bei uns ist eigentlich vorwiegend, dass die Rettung als erstes immer da ist. Wenn wir freiwillige Feuerwehr, ist eigentlich im Prinzip die Rettung immer als erstes da. Und wir, wenn wir eine Person irgendwo bergen oder sind schon irgendwas, greifen wir eigentlich vorher gar nicht um, bevor der Notarzt nicht sagt, okay, dann kann es bewegen. Weil ich kann nicht einfach irgendjemanden nehmen, der sagt, frage ich, okay, kannst du gehen? Ja, er kann gehen, sagt er zwar zu mir, aber in Wirklichkeit kann er gar nicht mehr gehen oder hat irgendwelche Wirbelsäulenverletzungen. Und nachher nehme ich den einfach und gehe mit denen aus. Also das, die Verantwortung übernehmen wir nicht. Und da muss schon der Notarzt sagen oder irgendein Rettungspersonal sagen, okay, dann nehmt es und das ist in Ordnung, dann können wir transportieren oder nicht transportieren. Gibt es da bei euch auch irgendwie eine Kennzeichnung? Ja, die Kennzeichnung schon. Also jedes Sanitätseinsatzfahrzeug hat eben so ein Patientenleitsystem. Backerl mit und das, sind, so die orangen, Farben, das, nein, das sind die orangen Karten genau, mit Ankreuzen und so weiter und so fort. Und es gibt, wenn es wirklich Großschadensereignis ist, es wird genauso auch der Aufbau gemacht wie da. Bei uns heißt es halt ein bisschen anders, aber das gibt es. Aber natürlich, das dauert, weil das ist Cut-Zug und die sind vor einer halben Stunde Anlaufphase, tut sich da gar nichts. Ja gut, das dauert bei uns nicht anders. Jetzt haben wir, glaube ich, Luxemburg auch noch mit dabei, oder? Luxemburg, oder? Ja, das ist nicht so perfekt im Deutsch. Ja, das habe ich ja schon festgestellt. Ja, okay. Ich kann auch Luxemburg sprechen, da verstehe ich überhaupt nichts. Ne? Ja. Also bei uns ist es so, der Rettungsdienst, der kommt dann zur Stelle, meistens so als erstes mit auch Sanitäter. Ne? Aber der Rettungsdienst, der macht die Bergung aus der Gefahrenzone raus und dann übernimmt das Sanitätspersonal. Okay. Die Registrierung wird vom Notarzt im PMA gemacht und dann ist die Sache gelaufen. Und wie sind dann so die Strukturen? Baut sie an Aufbau, Behandlungsplatz? Also die kleineren Feuerwehren, die haben jetzt auch schon meist Zelte. Hängt auch vom Wasser, also vom Wasser, was von oben kommt, ab. Aber so irgendwie switchen wir da auch ein bisschen um. Und wir überlegen uns, Gebäulichkeiten zu profitieren. Aha, so wie jetzt hier wäre Konzert aufgestellt, da wäre sofort Schule oder wird, so irgendwas so. Ja. Also wird in Deutschland so genutzt, aber ich sage jetzt einfach auf der freien Autobahn. Wie ist es da? Okay. Gibt es da die gemeinsamen Konzepte, egal jetzt Österreich, dass man sagt, die Feuerwehr unterstützt den Rettungsdienst, Aufbau, Zelte, Beleuchtung oder? Sanitätshilfe, Behandlungscontainer. Aber Da haben wir auch schon, die Zelte sind ja schnell aufgerichtet, ist auch nicht mehr kompliziert, da bilden wir sogar die Sanitäter schon aus, damit die Zelte aufzurichten. Ja. Damit die Manpower eben an der Einsatzstelle nicht abrufen muss, um da auch noch Zelte aufzurichten. Aufbau für Handel. So, bei uns, die Zelte, die bauen die Feuerwehr auch, weil der Rettungsdienst das Personal immer noch nicht hat. Also prinzipiell schmeißt die Feuerwehr die Sachen von A bis Z und dazwischendurch hüpfen die Ärzte und Dinge umeinander. Hüpfen über die Patienten. Der Kollege vom Rettungsdienst wird uns jetzt nochmal alle durch den Behandlungsplatz durchführen, noch ein paar Worte sagen, wie sind die Zelte aufgebaut, was passiert da drin, dass ihr mal die Gelegenheit habt, das mal zu sehen, wie das hier organisiert ist. Eine Fremdsprache für mich, Hochdeutsch. Vielleicht wäre es für die Übung nicht schöner, man würde sagen, wir haben da den Chaos-Teil, das greift ja so nicht. Wenn man dann wirklich sagen will, wir haben da den totalen Chaos-Teil, wir machen die Bergung und jetzt schauen wir dann, wenn sich alles ein bisschen erholt hat, wenn das angelaufen ist, dann spielen wir das andere durch. Ich glaube, das hat auch sehr viel Verwirrung
geschafft. Die hätten da mehr Chaos schaffen müssen, wie im wahren Einsatz. Ja, also ja, der Schaffer war sehr zahm. Also wenn ich den so mit Druck von oben bis unten abtaste, dann höre ich nachher nichts mehr. Dann höre ich gar nichts mehr. Letztes Jahr in Norderstedt hat man wirklich 30 Minen und da war die Bustür auf und dann haben die keine Ahnung. Also zwei sind weg rein. Die hat man dann mal nicht weg. Die wollten noch Deswegen hatte ich auch extra gesagt, passt auf und mehr sollten sich da hinsetzen. Die wegrennen, die machen die am Anfang keinen Kopfschmerzen. Also, aber nicht die Kopfschmerzen. Ja, aber warum soll ich mich so ein Kopfschmerzen mit diesen Kopfschmerzen? Das ist doch Quatsch. Ja. Gehen wir auf den da rein. Okay. Ja, sind wir nicht, aber nicht so schlimm, das ist kein Problem. Komm noch. Oh, das ist sehr gut. Wie wir ja heute gehört haben auf dem Symposium, gibt es eine Kategorieeinteilung, die ja verbindlich auch ist für alle, sage ich mal so. In dem Verbandsplatz oder in diesem Bereich haben wir aufgebaut den roten, den gelben und den grünen. Also das heißt, die Patienten, die sofortige Behandlung bedürfen, die Patienten, die mit einer verzögerten Behandlungsstrategie und die, ja, sage ich mal, die rumlaufen. Wir sind hier im Bereich des roten Behandlungsplatzes. Der sieht natürlich ein bisschen normalerweise aufmunitionierter aus, richtig? Es ist heute, wie gesagt, gesagt worden, weil hier drin eigentlich nichts weiter stattfinden sollte. Die Übung sollte ja eigentlich hier beendet sein, haben wir natürlich hier bei Weitem nicht so. Also im roten Bereich können wir natürlich alle Patienten, die sofortige Behandlung bedürfen, auch Einzelbehandlungen, kann man im roten Bereich abfahren. Das heißt, die Kollegen haben alles dafür dabei, dass man auch hier wirklich ja, als Notfallmediziner auch notfallmedizinisch arbeiten kann. Also da gehört die ganze Equipment, was man auch aus dem Rettungswagen kennt, eigentlich dazu. In der zweiten Kategorie, also wir haben es jetzt bei dem Einsatzfallspiel so gemacht, die Patienten sind hier reingekommen, in Absprache der Einsatzleitung wurde hier die Triagierung gemacht. Das heißt, der leitende Notarzt bzw. der entsprechende Notarzt hat hier die Kategorie festgelegt, wie wir es heute auch gelernt haben. Eingang, hinten war der Ausgang geplant, also versehen mit diesen Anhängekärtchen. Haben wir da noch ein paar da? Da können wir einfach mal rumgucken. Das heißt, auf Patienten gegeben mit Nummerierung, sodass man die auch wirklich da wiederfindet, die Patienten. Anhängekarten, die man natürlich dann noch austauscht. Ja, also Kategorie ändern kann und dementsprechend den Verbleib dann auch vermerkt. Nachdem die Triagierung hier stattgefunden hat, hätte man sagen können, okay, man behandelt die roten Patienten dementsprechend. Da es jetzt in dem Fall der Übung nicht so vorgesehen war, ist das also an der Stelle abgebrochen worden. Es ging dann weiter, die gelben Patienten und die grünen Patienten waren ja gesammelt draußen. Die gelben Patienten im Prinzip über den Hinterausgang, über den zweiten Hinterausgang, also wie so eine Schlange ist das dann aufgebaut gewesen, im zweiten Zelt. Dort sind dann also, gehen wir einfach vielleicht mal rum, hinten raus und gucken rein. Der ist noch nicht abgeräumt, ne? Gut. So. Im Bereich des zweiten Zeltes, in dem Fall, ist auch farblich so ein bisschen gekennzeichnet, haben wir natürlich die gelben Patienten mit einer verzögerten Behandlungsstrategie. Was hier stattfinden kann, ist im Prinzip auch die Behandlung dann durch das Sanitätspersonal. Die sind in der Regel ausgebildet, also in dieser Region ausgebildet Rettungssanitäter, sodass im Prinzip hier die Patientenplätze analog diesen Tragetisch, zu jedem Patientenplatz gehört dann auch Infusionsständer, so Notfallkoffer, wie wir sie da sind, wo im Prinzip Medikamente, entsprechende Materialien, auch Intubation vorgehalten wird. Ne? Das heißt, man kann aus diesem Zelt so eine kleine Intensivstation bauen, wo natürlich dann auch das entsprechende Fachpersonal benötigt wird. Einsatzerprobt war es auch schon mal. In dieser Region gab es schon zwei schwere Busunfälle.
ja, wo dieses System so zum Tragen gekommen ist. Und man hat auch festgestellt, es funktioniert so, wie es zumindest hier regional angewandt wird, ganz, ganz gut. Ja. Das wäre also Kategorie 2. Die gelbe, grüne Kategorie, denke ich, muss man nicht viel sagen. Das sind eigentlich die Patienten oder die Personen, auf die man aufpassen muss. Die kennen wir alle, die irgendwo stören, die zwischendrin rumlaufen im Einsatz. Man hat es vorhin gesehen, eine ist plötzlich verschwunden hinterm Bus und die ist gar nicht mehr wahrgenommen worden. Ja. Das ist also die Patienten, die kommen dann in das andere Zelt, wo man sagen muss, da steht rechts und links einer, ich sag's mal so, wie bei der Polizei und lässt sie nicht wieder raus. Ja. Wird natürlich immer auch ein Sanitätspersonal dabei sein müssen. Es kann sich auch, haben wir auch heute gehört, jederzeit die Lage verschlechtern, dass immer wieder eine neue Beobachtung gemacht werden muss und eine neue Einschätzung. Ja. So läuft es in dieser Region hier ab. Wie gesagt, hier kann man ein kleines Intensivzelt rausbauen, drüben natürlich dann noch ein bisschen aufmunitionierter mit Beatmung etc. und sowas. Weil wir haben es auch heute gehört, das ist so, man muss einfach fairerweise sagen, der Rettungsdienst kommt bei solchen Massenanfällen von Verletzten an die Grenzen. Also da sind wir wirklich zuerst 3, 4 Leute und dann dauert das eine ganze Zeit, bis Personal nachgeführt wird. Und da muss man auch sagen, die Region hat den Vorteil, dass viele Feuerwehrleute auch entweder aus dem Rettungsdienst kommen oder die Zusatzausbildung Rettungssanitäter gemacht haben. Die unterstützen dann den Rettungsdienst, also das muss man sagen, das ist schon ganz, ganz wichtig und auch ganz, ganz sinnvoll. Ja, wenn es sonst Fragen gibt, einfach fragen. Keine? Okay, dann war es das schon. Okay. Nochmal vielen Dank für die Erläuterungen. Wir werden dann soweit jetzt hier fertig mit der Station. Ihr habt jetzt wieder ein bisschen Pause, bis es weitergeht. 14.40 Uhr bei euch an der nächsten Station. Viel Spaß noch. Danke fürs Mitmachen. Danke. Danke. Danke.